Hey, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin Christian Hinrichsen. Mein Thema ist die achtsame Kommunikation nach Marshall Rosenberg, bekannt auch unter dem Namen gewaltfreie Kommunikation. Du befindest dich bei dem Einführungsseminar. Heute Teil 6. Jetzt war ich gerade unsicher, also Teil 6. Heute Teil 6, die Bitten. Ganz kurz abholen, wo wir schon überall waren. Teil 1 war das Gesamtmodell. Beim Gesamtmodell geht es darum, sich gegenseitig zu verstehen, dadurch in eine wertschätzende Verbindung zu kommen. Und wenn die wertschätzende Verbindung da ist, entsteht automatisch eine erhöhte Kooperationsbereitschaft. Wir haben uns dann durchgehangelt durch die verschiedenen Schritte, die die achtsame Kommunikation nach Rosenberg dafür anbietet. Wir haben unterschieden, was ist denn eigentlich eine subjektive Wahrnehmung, versus gleichzeitig Beobachtung, Faktenlage von einer erlebten Situation. Auf der anderen Seite, wie können wir das davon abgrenzen, von unseren Bewertungen, von unseren Interpretationen, Meinungen oder von Aussagen, die einen sehr großen Bewertungsspielraum lassen, Interpretationsspielraum lassen. Hier geht es um eine gemeinsame Gesprächsbasis auf der anderen Seite. Und auf der einen Seite für mich selber, auf der selbstempathischen Seite, geht es auch um eine Relativierung meiner erlebten übermäßig starken Emotionen. Und dadurch eine Hilfe, wieder runterzukommen. Dann haben wir uns um Gefühle und Bedürfnisse gekommen. Also der Teil 2 hat sich noch mit Beispielen beschäftigt, dass wir das lernen. Teil 3 hat sich mit Beispielen beschäftigt, wie wir eben diese subjektive Wahrnehmung beobachten auf der einen Seite. Und wie wir die Bewertungen auf der anderen Seite identifizieren können. Und beim Teil 4 haben wir uns mit beschäftigt, mit unseren Gefühlen und haben festgestellt, dass wir sehr dazu neigen, in Pseudo-Gefühlen zu denken und zu sprechen. Pseudo-Gefühle sind eben keine Gefühle, was der Name schon sagt, sondern sind Gedanken darüber, was andere Menschen falsch machen oder auch was wir selber falsch machen. Und echte Gefühle sind in unserem Körper lokalisierbar, spürbar und wir können das lernen, falls wir das nicht mehr können. Wir können uns darin üben, um dann wirklich zu uns selber zu kommen und wirklich auszudrücken, was ich selber gerade fühle. Gleichzeitig, das ist dann der Teil, jetzt komme ich wieder durcheinander, 1, 2, 3, 4, 5, der Teil 5, die Bedürfnisse, die sind nichts anderes als Gefühle. Schreien ganz laut, schau zu deinem Bedürfnis. Und mit den Bedürfnissen machen wir transparent, was der gute Grund ist, warum wir bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise haben wollen oder eben nicht haben wollen. Beispiel war das von meinem Sohnemann, das unaufgeräumte Zimmer. Der ursprüngliche Satz war, nie räumst du auf, immer lässt du mich im Stich. Jetzt räume aber auf. Meine Faktenwahrnehmung war, da liegen zwei Teller auf dem Boden und Turnschuh. Und wir hatten doch eine Vereinbarung, zumindest erinnere ich mich daran, dass du bis um 10 aufgeräumt haben willst. Jetzt ist es 11 Uhr. Und mein Gefühl dazu in diesem Beispiel war dann Enttäuschung. Mein Bedürfnis dazu wäre sowas wie gerade im Familienkontext eine Zuverlässigkeit. Und jetzt geht es bei der Bitte darum, eine Bitte zu formulieren, einen Weg auszudrücken, als Wunsch auszudrücken, dieser Weg könnte mir helfen, dass ich mehr Zuverlässigkeit erlebe. Und wir haben in dem vorigen Teil auch schon diese Unterscheidung zwischen Strategie, der Weg, wie ich mir ein Bedürfnis erfülle und mein Bedürfnis versucht deutlich zu machen. Dass wir zu allen Bedürfnissen viele Möglichkeiten haben. Viele Möglichkeiten haben, die wir tun könnten, um uns dieses Bedürfnis zu erfüllen. Zumindest denken wir das. Also ich möchte dich immer auch wieder betonen, wir wissen oft nicht, ob der Weg, den wir wählen, uns wirklich hilft für dieses Bedürfnis. Es kann gut sein, dass wir Wege immer wieder in unserem Leben wählen, weil wir vielleicht in der Vergangenheit als Kind das als hilfreich erlebt haben und heute hilft uns der Weg nicht wirklich mehr, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und wir machen es immer noch und merken es nicht. Also das kann durchaus sein. Gleichzeitig ist es immer diese Suche, Bedürfnis gefunden, Wege gesucht, wie könnte ich mir mein Bedürfnis erfüllen? Ganz wichtig in der GfK, in der achtsamen Kommunikation, Bitten sind wirklich Bitten. Ich komme aus einem sozialen Kontext, aus einer Sozialisation, da waren Bitten eigentlich immer Forderungen.
Es gab den Unterschied zwischen du tust das, das war dann Befehlsforderung, oder es gab einen du bitte tu das. Wehe, ich habe es nicht getan, es gab Ärger. Ich habe gelernt, dass wenn jemand das Wörtchen bitte dazu sagt, dann muss man das auch tun. Und ich kann mich an Szenen erinnern aus meiner Kindheit, wo ich in Wut explodiert bin, weil ich mich so bemüht habe, meine Bitte richtig schön zu formulieren und auch das Wörtchen Bitte zu verwenden. Und ich habe es von meinen Eltern nicht bekommen. Das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich gelernt habe, Bitte heißt, der andere muss es tun. Wenn ich nicht Bitte sage, dann muss der andere es nicht tun. Ja, eine kleine Anekdote von einem meiner Kinder. Ich glaube, das war beim Metzger oder irgendwo in einem Laden, wo es halt dann gerne die, über die Theke in den kleinen Läden dann gerne irgendwas rübergereicht wird für das Kind. Und das Kind wurde gefragt, ob es das will. Und das Kind hat einfach nur gesagt, ja. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, wie heißt das Zauberwörtchen? Und dann hat er gesagt, weil er das nicht kannte, dass man immer bitte sagen muss, Abracadabra. Mal so als kleine Anekdote zwischendurch. Okay, also bitte in meinem Kontext heißt Forderung, im Kontext der achtsamen Kommunikation, bitte ist wirklich bitte. Was zeichnet eine Bitte aus? Der Gebetene hat Wahlmöglichkeiten. Der darf Nein sagen. Er darf Nein sagen. Für viele Menschen ganz konfrontierend. Wie gehe ich mit einem Nein um? Im Verständnis der achtsamen Kommunikation heißt Nein, der andere sagt nicht Nein zu mir, sondern er sagt zu was anderem Ja. Und das macht es mir schon mal leichter, mit Nein umzugehen. Aber das ist eh nochmal ein Thema, wie können wir überhaupt mit Neins umgehen, wie können wir mit schwierigen Situationen umgehen. Das kommt dann in späteren Folgen noch. Jetzt geht es um die Bitte. Und wir unterscheiden zwei Ebenen der Bitte. Hier, die erste Ebene, sind die sogenannten Beziehungsbitten. Diese Bitten formuliere ich, um die Beziehungsebene des gegenseitigen Verstehens zu fördern. Die Bitte hier, was hast du verstanden, ist eine sehr kritische Bitte im Sinne von Schulkontext. Kennen wir wahrscheinlich alle, wenn der Lehrer gefragt hat, was du verstanden hast, sind wir rot angelaufen, weil er eigentlich gefragt hat, weil wir gerade geschwätzt haben oder weil er uns ausfragen wollte. Also auch irgendwo negativ besetzt diese Formulierung. Was dahinter steckt, ist ja nur die Kurzform, ist ich möchte verstanden werden. Die Kurzform von ich möchte verstanden werden. Wenn ich dann jemanden bitte, dann würde ich das eher so formulieren. Also wenn mir das jetzt wichtig wäre, nehmen wir mal an wieder das, die Situation mit meinem Sohn, dann würde ich in dem Augenblick sagen, mir ist es gerade so wichtig, was ich mit dir hier besprechen möchte und ich bin gerade ganz unsicher, ob ich es klar genug formulieren konnte. Und mir würde es total helfen, wenn du mit deinen Worten das mal zusammenfasst, was du gerade verstanden hast. Würdest du das für mich tun? Das würde mir wirklich helfen. Ist eine ganz andere Sache, oder? Da wird es irgendwo viel leichter, damit umzugehen. Und gleichzeitig, diese Bitte ist wirklich wichtig für diesen Verbindungskontext. Suche deine Formulierung, die für dich stimmt, dass du diese Frage stellen kannst, ohne dass es für dich selber schwierig wird, das auszudrücken. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, den man trainieren kann, auch seine Formulierungen dazu finden. Und die andere Ebene, die andere Seite der Beziehungsbitte zielt darauf ab, dass ich ja auch möchte, dass der andere verstanden wird. Ich möchte, dass der andere erlebt, verstanden worden zu sein. Und ich möchte, dass auch ich ihn verstehe. Die Kurzform wäre wieder, wie geht's dir damit? Ja, also nach dem Motto, zwei Turnschuhe, Schreibtisch, Vereinbarung, enttäuscht, Verlässlichkeit. Wie geht's dir damit? Die Langform ist, hey, Sohnemann, ich interessiere mich definitiv auch für deine Seite. Ich möchte gerne wissen, was der gute Grund ist, dass es so ist, wie es jetzt ist. Bin mir sicher, dass das mir auch helfen würde, damit umzugehen, wie es mir gerade geht. Ja? Also das wäre auch wieder die Langform von ich möchte den anderen verstehen, wie geht's dir damit? Macht Sinn? Im Sinne von wirkliche Kommunikation ist nur möglich, wenn beide Seiten bereit sind. Durch diese Fragen laden wir den anderen ein, seinen Beitrag für die Kommunikation zu leisten. Wir laden ihn ein und sind nicht in der Konfrontation. Und dann gibt es noch die sogenannte Lösungsbitte, die Handlungsbitte. Könnte in meinem Kontext sein, könntest du bitte die beiden Turnschuhe und die Teller jetzt wegräumen? Passt es für dich? Und durch dieses Passt es für dich
mache ich nochmal ganz besonders deutlich, dass ich wirklich will, dass der andere gerne auch Nein sagen darf, weil ich möchte, das ist Haltung der achtsamen Kommunikation, ich möchte gerne mit Menschen zusammen sein, die freiwillig und aus Wertschätzung füreinander was tun und nicht, weil da ein Muss ist oder ein Sollte oder es ein gehört sich. Ich hätte gerne ein Miteinander zwischen Menschen, die aufrichtig sind, die offen sind, die gerne in Begegnung gehen und sich füreinander interessieren. Und dafür geht das ganze Modell. Ja. Lösungsbitte. Da gibt es ein paar Sachen, auf die wir achten können, wo wir vielleicht auch mit unseren eigenen Mustern wieder konfrontiert sind. Das Erste, stell dir mal vor, ich gehe zu einem Fahrkartenschalter und ich sage zum Fahrkartenverkäufer, entschuldigen Sie, ich hätte gerne eine Fahrkarte. Und hör auf. Wie oft formulieren wir Bitten, die vage, offen, unkonkret sind? Und wir wundern uns, dass wir komische Antworten oder gar keine Antworten bekommen. Dann fällt mir ein, aha, stimmt. Eine sinnvolle Handlungsbitte sollte also wohl konkret sein. Dann werde ich mal konkreter. Ich hätte gerne eine Fahrkarte, aber bitte nicht nach Paris. Wie häufig formulieren wir Bitten, die negativ sind? Gerade in Situationen, wo wir konfrontiert sind mit dem Verhalten, was wir nicht wollen, bitten wir häufig den anderen, dass er das nicht mehr tut. Ja? Ich möchte nicht mehr, dass du dein schmutziges Geschirr in der Spüle stehen lässt. Das ist ja auf einer Erwachsenenebene, könnte man davon ausgehen, dass wir vielleicht noch so kreativ sind, dass uns andere Ideen einfallen, was wir stattdessen tun könnten. Ja? Und trotzdem ist es rein von der Psychologie der Sprache, ja, es ist schwierig, mit Negationen in Bitten zu gehen. Also eine negativ formulierte Bitte führt automatisch eher zu einer Ablehnung, zu Widerstand, zu einem sich dagegen wehren. Wenn ich stattdessen sage, hey, das mit dem Abwasch, ich würde mich freuen, wenn ich den Raum hier in der Spüle immer frei hätte, damit ich dann auch frei agieren kann und nicht erst noch rumräumen muss. Mir wird es helfen, wenn du das Geschirr zum Beispiel, das schmutzige Geschirr, immer gleich in die Spülmaschine steckst oder abspülst und in die Schränke räumst. Würdest du das für mich tun? Ja, das ist eine Einladung. Der andere darf immer noch Nein sagen. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass der andere hört, was ich will, ist einfach größer. Was auch gar nicht funktioniert, ist Vergleiche. Also, wenn ich jemanden bitte, sei doch bitte so wie Hans. Sei doch bitte so ordentlich wie Hans. Auch etwas, was eher zu Widerstand führt. Wo Menschen eher in die Konfrontation gehen und sagen, ich bin doch nicht Hans. Ja, da möchte ich euch jetzt gerne das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, nochmal zusammengefasst auf einem Chart zeigen. Bitten sind wenig erfolgreich. Das habe ich jetzt nicht mehr ausdrücklich gesagt, wenn sie eher Gefühle statt Verhalten erbitten. Ganz häufig bitten wir auch sowas. Ich möchte, dass du dich hier wohlfühlst. Das ist jetzt keine kritische Bitte im Sinne von konfliktär oder so. Nur was heißt es? Ja, was heißt es konkret, sich wohlfühlen? Ja. Oder ich möchte, dass du mich liebst. Ja, mag sein, dass du das möchtest. Nur Gefühle kann man nicht erbitten. Oder ich möchte, dass du mich respektierst. Das wäre jetzt ein Bedürfnis, was ich erbitten würde. Ja. Was soll der andere tun? Das wäre vage. Ja. Das ist hier der nächste Punkt. Vage, abstrakt. Ich möchte, dass du mich ernst nimmst. Ich möchte, dass du mich verstehst. Ja, es ist ein schöner frommer Wunsch, so nennen wir das. Wir nennen solche Formen von Bitten eher frommer Wunsch. Ja, das mag sein, dass du das möchtest, nur woran würdest du denn erkennen, dass ich dich verstanden habe, wäre dann meine Gegenfrage. Hättest du gerne, dass ich das nochmal zusammenfasse? Das wäre dann vielleicht so eine Geschichte. Vergleiche sind extrem ungünstig. Ja, da habe ich sogar dieses Beispiel genommen. Ich möchte, dass du so ordentlich bist wie Hans. Das schafft eher Konfrontation und Widerstand.
oder wenn ich beschreibe, was ich nicht möchte. Und da möchte ich gerne mal so am Beispiel von Kindern das nochmal zeigen, die häufig genau eine Strategie zur Verfügung haben. Gerade im Sandkasten passiert es häufig, dass kleine Kinder dem anderen Kind mal eben die Schaufel so voller Sand füllen und es mal über den Kopf rieseln lassen und einfach schauen, was passiert. Da ist keine böse Absicht dahinter. Da ist kein großes Denken dahinter. Da ist vielleicht einfach nur ein Abschätzen, was passiert da. Oder vielleicht ist es auch eine Form von Kontaktaufnahme. Nehmen wir mal an, es wäre eine Form von Kontaktaufnahme. Wenn ich jetzt zu dem Kind gehe und sage, mach das nicht mehr. Erstens, gehirnforschungsmäßig wird von unserem Kopf nicht wirklich verarbeitet vom Unbewussten. Das heißt eigentlich, es bleibt eher so wie mach das oder mach das mehr, ja, wenn ich nur das Nicht streiche. Zweitens, wenn ich jemandem die Lieblingsstrategie wegnehme, nämlich die er gerade kennt, um zum Beispiel in Kontakt zu treten, ohne mit ihm gemeinsam zu schauen, was gäbe es denn für Alternativen, könnte es ziemlich wahrscheinlich sein, dass er beim nächsten Mal in einer ähnlichen Situation doch wieder zu der Strategie greifen wird, die er schon kennt. Weil was Neues hat er noch nicht. Ja? Also auch auf der Ebene, lieber schreiben, was du möchtest. Bitten sind dann erfolgreich, wenn sie eben positiv formuliert sind. Bitten sind dann eher erfolgreich, wenn sie realistisch sind. Auch ein Punkt, der häufig im Kontext mit kleinen Kindern oder auch in Projektarbeit nicht wirklich gehört wird. Also in Projektarbeit kommt der Chef, hier bitte bis morgen um 12 fertig machen. Der andere hat aber den Schreibtisch voll mit Arbeit und hat auch von anderen vielleicht zeitliche, terminliche Aufträge bekommen. Und selbst wenn er wollte und nichts anderes hätte, würde er für die Arbeit, die er gerade bekommen hat, vielleicht 2 oder 3 Tage brauchen und nicht nur einen Tag. Untergebene trauen sich häufig nicht Nein zu sagen, sagen ja, aber handeln Nein. Ist einfach nicht realistisch gewesen, diese Bitte. Ja? Also da kann man übrigens gut abchecken. Man kann mit dem Menschen, den man bittet, auch fragen, ob das realistisch ist in seiner Sichtweise. Weil wir es als derjenige, der den anderen gebeten haben, vielleicht gar nicht erkennen können. Ja? Dann sollten die Bitten immer sehr, sehr konkret sein. Also je konkreter, umso wahrscheinlicher ist es, dass es keine Missverständnisse gibt und Menschen wirklich verstanden haben, worum es geht. Und der letzte Punkt, ja, das, was ich eben, wie gesagt, in meinem Familienkontext gar nicht erfahren habe. Bitten dürfen Entscheidungsfreiheit lassen. Das heißt, der andere wird vielleicht sogar durch meine Formulierung eingeladen, Nein zu sagen, wenn es für ihn nicht passt. Wie wir mit Nein umgehen, schauen wir uns ein anderes Mal an. Danke, ich bin der Christian Hinrichsen.